Max, willst du hier bei den Binden Selfie machen? Oder lieber bei den OBs? Sind wir scharf? Wir sind total scharf. Der Max verarscht mich schon wieder die ganze Zeit. Dein Ernst, Max? Hallo, hallo, meine Lieben. Heute gibt es einen Live-DM-Haul von uns. Wir gehen jetzt gleich hier rein. Da gehen wir jetzt rein. Und die Leute gucken schon und deshalb gehen wir jetzt rein. Ihr habt uns bei Instagram ganz viele Fragen gestellt, eben für unsere Live-DM-Challenge. Und der Max ist auch mit am Start, der freut sich schon total. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in DM, bevor die hier weiter gucken. Los geht's. So, los geht's. Max, Handy ist am Start mit den Fragen. Wir brauchen einen Wagen. Ich bin im Paradies. Schaut's euch an. Yay. Ich liebe es. Also, starten wir diese Challenge. Der Max hat jetzt die Fragen am Start und liest sie vor. Okay. Kaufe eine Maske von Gandhi und kannst du mich grüßen. Hallo Chiara. Kiki. Chiara. Hi Chiara. Okay, eine Maske von Gandhi. Ja. Los geht's. Habe ich schon eine gute Idee. Wir sind jetzt bei den Masken und nachdem ich die schon sehr gut kenne, probiere ich jetzt mal die hier aus und die da. Das sieht auch irgendwie voll schön aus. Okay, ich liebe Masken. Weiter geht's. Nächste Frage. Von Diana Huber 2. Kaufe ein Produkt aus der Balea Oktoberfest Limited Edition Herz. Okay, kenne ich nicht. Müssen wir gucken, wo die ist. Los geht's. Ich muss jetzt nachfragen, weil ich sie nicht entdeckt habe, aber hier ist der Aufsteller. Richtig süß, da sind eben einige Produkte. So sehen die jetzt aus, diese Oktoberfestreihe. Und ich schaue jetzt eben mal drüber, was ich nehmen könnte. Was ist das denn? Okay, eine Handcreme. Das ist doch schon mal gut. Und was ist das? Ein Zopfbalsam. Das hört sich auch gut an. Okay, die beiden Sachen nehmen wir. Und weiter geht's. Schaut mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Das Packaging ist ja wohl richtig cool, oder? Ich habe gerade zu Max gesagt, Max, ist das irgendwie eine Suppe? Kann man das irgendwie essen? Und er so, da oben steht Haircare. Okay, läuft mal wieder bei mir, ne? Was mich so Verpackungen immer anziehen, der Wahnsinn. Da ist auch einiges Neues von Garnier. Richtig cool. Was gibt's da, Max? Schokokuchen. Du hast Hunger? Ja, solange du nicht schlafen willst, so wie das letzte Mal hier. Und ich hab's gefunden. Max, da ist ein Kissen, genau. Er hat's gefunden. Meine Bank. Das verstehen jetzt nur die, die den letzten DM-Live-Haul gesehen haben. Okay, weiter, Max. Nächste Frage. Kauft etwas Leckeres für Bella. Von der Anax 1303. Die Anna. Hallo, Anna. Die ist voll cool, die Anna. Also was für die Bella. Okay, machen wir. Wo ist sie denn, die Tierabteilung? Müssen wir mal gucken. Du bist mir voll die Hilfe. Ja, ich weiß. Nicht. Ich suche jetzt was für die Bella aus. Was könnten wir denn nehmen? Das sieht irgendwie schön aus. Sollen wir das nehmen, Max? Guck mal. Ja. Du hast gar nicht gesehen, was ich genommen habe. So, weiter geht's. Schaut mal, was für ein lustiges Produkt, also Produktname, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen mit Zitronenduft. Mhm. Weil ja auch jeder daran dann riecht, ist ja klar. Auf jeden Fall finde ich das hier noch super interessant. Ein Fellhandschuh. Und den nehmen wir jetzt auch mal mit. So. Das ist ja Palaver hier. Also, Max, kaufe Lebensmittelprodukte ein und zaubere anhand dieser Produkte ein Abendessen für eure Familie. Ah, sehr gut. Beschreibt es. Ein bisschen schwierig werden. Okay. Das bunte Leben. Das bunte Leben, okay. Also der Max soll Produkte kaufen und dann damit ein Abendessen zaubern. Ja, also Müsli gibt's heute. Chips. Okay, also wir gehen mal gucken. Also wir sind jetzt hier in der Abteilung. Ich hoffe, dass der Max jetzt nicht irgendein Fertiggericht kauft. Was meinst du? Guck mal, du könntest doch irgendwie Couscous oder so kaufen. So, Couscous. Da ist Frühstückszeug. Du sollst ja Abendessen zubereiten. Schau mal hier. So, Couscous könntest du kaufen. Aber das ist ja nicht die ganze Familie. Mit Dose, genau. Sollst die ganze Familie dann essen, oder? Ach, die ganze Familie. Oh, das wird schwer. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt Pesto und Nudeln. Nee, ich glaube, ich nehme Nudeln und... Und so eine Soße. Aber wir haben doch die leckere Soße von Oma aus Italien. Oh Gott. Ja. YouTube hat gesagt. YouTube hat gesagt. Also gut, dann mach. Nimm lieber hier. Okay. Nimm lieber das. Ohne Knoblauch. Was haben wir denn für Nudeln? Ja, was nehmen wir denn da? Spirelli oder Penne? Penne? Ja, wir nehmen Penne. Okay, wir nehmen Penne. Also gut, das Abendessen ist gesichert und der Max kocht. Ich bin gespannt, Max.
benutzen wir jetzt hier Fachwörter. Nächste Frage. Kauft ihr irgendetwas mit Soforteffekt? Bin gespannt aufs Resultat von der Honey. Mit Soforteffekt? Ja. Okay. Beauty? Und ich würde sagen, nein. Nein? Nein, wir kaufen was zu essen. Okay. Weil danach habe ich keinen Hunger mehr. Soforteffekt. Soforteffekt, na gut. Also hier ist das Regal. Jetzt schauen wir mal, was der Max sich aussucht. Nice. Der Max ist jetzt hier bei diesen Riegeln. Und ich habe, glaube ich, mal so einen probiert, fand den richtig schrecklich. Ich weiß nicht, hier mit Kokos. Also was mir hier schmeckt zum Beispiel, sind diese Teile hier. Die mag ich sehr gerne, diese Reiswaffeln. Kennt ihr die? Da nehme ich immer Zartbitter. Und naja gut, Schokolade wäre auch ein Soforteffekt. Ne? Nicht nur vom Hunger her, sondern auch für die Hüften. Also Max, was suchst du dir aus? Ja, dann nehmen wir noch gleich so einen Riegel, oder? Magst du so einen Riegel nehmen? Ja, und du musst ihn dann gleich vor der Kamera essen. Nee, ich mag ja sowas nicht. Mit Nuss? Boah Leute, der Max zwingt mich, das hier zu kaufen. Na gut, muss ich dann essen. Ich sage euch dann, wie er geschmeckt hat. Ach, weil ich jetzt hier schon in dem Abteil bin, sehe ich gerade diese Teile hier. Die sind ja voll fancy, ne? Das macht ja gefühlt jeder Blogger irgendwie in sein Frühstück mit rein. Schaut mal, 5,45 Euro. Weiß nicht, ob ich die mal probieren soll. Probier sie einfach mal. Max, wenn sie mir nicht schmecken, isst du sie. Alles klar. Alles klar. Okay, kurze Pause. Der Max muss sich ausruhen. Ja, aber mit Kissen. Kissen ist diesmal dabei. Jawohl. Grüße an dieser Stelle, Lazy Pearl. Ja, genau, das hat sie nämlich geschrieben. Was hat sie geschrieben? Vergiss das Kissen für den Max nicht. Okay, nächste Frage, Max. Ja, von der LXIA24. Okay. Max, geh in die Kosmetikabteilung und kaufe deiner Mama die neue Paradise Ecstatic Mascara von L'Oreal. Das okay. kann was werden. Das kann was werden. Also, auf zu L'Oreal. Die Mascara wollte ich mir immer anschauen. Sehr gut. Sehr gute Frage. Also Max, da bist du schon mal richtig. Was meinst du? Ja. Hast du? Ha. Sehr gut, da ist sie. Und das sind die ganz neuen Produkte, die finde ich so interessant. Das hier vor allen Dingen für die Augenbrauen. Aber ich soll ja eine Mascara kaufen. Ja Max, du musst sie mir aussuchen. So. Mascara ist was für die Wimpern. Ach so, okay. Also. Ja gut, nachdem hier Wimpern zu sehen sind, nehmen wir doch einfach das. Okay. Ist ja egal, was da draufsteht. Ist ja egal, was draufsteht, ja genau. Hm, toll. Das ausprobieren. Männer. Die Handcreme passt übrigens auch noch zu einer anderen Frage. Hat mich der Max gerade dezent darauf hingewiesen. Wie war die Frage? Kaufe etwas, was man immer in der Handtasche haben sollte. Genau. Liebe Grüße. Wir können deinen Namen leider nicht so gut aussprechen, aber du bist auf jeden Fall mit dabei. Sehr gute Frage, gutes Thema. Das passt definitiv zur Handtasche. Lisa von der. Okay, nächste Frage. Von der Becky Sim. Okay. Kaufe einen Stoffbeutel in einer schönen Farbe und benutze ihn direkt. Okay, aber ich habe doch schon zwei Stoffbeutel dabei. Einmal, jetzt Achtung. Zweimal. Also brauchen wir keinen, oder? Findest du den YouTube-Stoffbeutel peinlich? Nö, nö. Doch, er findet ihn peinlich. Nächste Frage. Also, nächste Frage. Macht ein Selfie und druckt das gleiche in der DM-Fotoabteilung aus und verlost es anschließend mit Autogramm. Versteht sich. Euer Ernst? Yeah. Ich hasse Selfies. Okay, von wem kam diese Challenge? Von der Lazy Pearl. Lazy Pearl. Okay, also gut. Dann gehen wir jetzt davor. Da sind diese Teile. Und machen jetzt aber erstmal ein Selfie, oder? Ich hasse Selfies. Hier bei den Binden. Perfekt. Willst du hier bei den Binden Selfie machen oder lieber bei den OBs? Komm, hier Fußpilz, können wir noch ein Selfie machen? Das wird ja immer besser. Hier bei der Männerabteilung hier. Okay, hier machen wir ein Selfie. Ach nee, warte mal, hier ist nochmal das vom letzten Mal, falls ihr euch erinnert, was der Max da zu mir gefragt hat. Okay, das war nicht so lustig für mich, aber ihr habt es total gefeiert. Also, wir machen jetzt ein Selfie. Der Max ist schon bereit. Weißt du jetzt, wie es geht? Über Bluetooth. Ah, da. Okay, du bist doch der Checker hier. Ich zeige euch jetzt gleich mal die lustigen Bilder, die wir gemacht haben. Okay, die Bilder laden und laden. In der Zwischenzeit machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Und der Anna Wolf, jetzt was Nützliches, nämlich deinen Liebsten als Zweckreiniger. Okay, dann gehe ich schon mal und du bleibst hier stehen. Ich warte. Wir haben schon ein paar Bilder. Also, ich gehe mal in die Putzabteilung. Also.
für unsere Fliesen finde ich das total gut. Und dann brauche ich noch was anderes. Und das nehme ich auch noch mit. So, jetzt gucken wir mal, wie weit der Max ist. Läuft? Ja, ist schon fertig. Ja, sehr gut. Wir haben noch ein Quatschbild gemacht. Da ist unser Quatschbild. Jetzt nimmt man sowas hier, Max, und da packt man die dann rein. Die nächste Frage. Kaufe eine Gesichtsmaske für Max. Okay. Es gibt Gesichtsmasken für Männer. Klar gibt es Gesichtsmasken für Männer. Du hast nur noch nie eine verwendet. Okay, also ja. Gesichtsmaske für Max. Ich helfe dem Max, der kennt sich da noch nicht so gut aus. Wir gucken mal, wo es die gibt. Und ich habe schon eine gefunden, und zwar hier. Schaut mal, hier, Distress. Distress. Da steht's, Distress. Da, Max, Gesichtsmaske. Dankeschön. Für dich. Auf dass du nicht mehr so gestresst bist, ja? Diese Frage will ich mal vorlesen. Ja. Felix S. Miniwelt. Was ist dein Lieblingsprodukt von Balea? Wie passend, wir stehen gerade bei Balea. Ich habe ja gerade dem Max was ausgesucht. Und da kann ich euch direkt meine Aquatuchmaske zeigen. Und ich nehme die auch direkt mit. Da ist sie. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Balea. So, und jetzt möchte ich auch noch eine Frage vorlesen, Max. Okay. Okay. Okay, die Nathalie schreibt, dass der Max mir jetzt einen Lippenstift aussuchen soll. Und ich habe ihn jetzt mal zu P2 gelobt, weil die doch recht gut sind. Aber er tut sich ein wenig schwer, der Max. Ja, ich weiß nicht mehr, was die Lippenstifte hier sind. Also, da sind ja, Lippenstifte. Ja, da jetzt, das weiß ich zwischen uns auch noch. Und die Farben mag ich sehr gerne. Also nimm hier was. In dem Bereich bitte. Könnte dir denn so gefallen an mir? Bitte nicht grün. Gottes Willen. Den. Ja, den oder den, genau. Die beiden hätte ich jetzt gewählt. Ich habe gerade ausgelost. Achso, du nimmst die 100. Soll ich den mal swatchen? So, könnt ihr das erkennen? Das ist jetzt die 100, aber der überzeugt mich irgendwie nicht. Max, darf ich vielleicht den auch noch swatchen? Komm, bitte. Sei nicht so böse. Ja, okay, dann swatch ihn halt. Okay. Okay, ich entscheide mich doch lieber für den hier, die 110. Der Max hat es mir erlaubt. Ist nämlich auch passend für den Herbst. Und die Frage hatten wir nämlich auch. Okay, also dann nehmen wir die 110. Danke, Max, für die Auswahl. Die ich dann selbst getroffen habe. Das wollte ich mir auch noch mitnehmen. Meins ist nämlich Lea von Diaderma, mein Karottenöl. Das ist richtig cool. Das habe ich euch schon so, so oft gezeigt. Und das muss heute unbedingt mit. Die hier sind auch ganz neu. Und das Packaging ist sowas von der Hammer. Richtig cool sind die. Müsst ihr euch auch unbedingt mal anschauen. Hier gibt es Neuigkeiten von Trendida. Da kann ich dann für euch was mitnehmen. Ich habe übrigens ein Riesenpaket bekommen von L'Oreal mit einer neuen Foundation und ich würde sagen, ich zeige euch dann am Ende, was ihr gewinnen könnt. Wir gehen nämlich kurz noch zu einem anderen Aufsteller und zwar diesem hier. Ich habe ganz viele Produkte noch von L'Oreal, wie gesagt, und ich zeige euch jetzt, was ihr gewinnen könnt. Schaut einfach mal unten in die Infobox, wenn ihr Bock habt zu gewinnen, dann mache ich euch ein schönes Paketchen zurecht. Und jetzt gehen wir an die Kasse, genug geshoppt. Also ich finde den Beutel cool. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ganz schnell bezahlt, habe den Wagen weggeräumt. 52 Euro habe ich bezahlt und jetzt muss ich dieses Teilchen hier probieren. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Guten. Ein Guten, okay, danke. Nichts zu danken. Das schmeckt geil, oder? Ich kann es nicht probieren, ich habe Kaugummi im Mund. Das sind voll die Vitamine, Leute. Mm-mm. Schmeckt mir leider nicht, tut mir leid. Gebe ich meinem Mann. Nee, mag ich nicht. Mein Mund klebt total zusammen, der Max ist schuld. Doch. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken, das war total gemein vom Max. Ja, wir hoffen natürlich, dass euch unsere Live-DM-Haul-Challenge gefallen hat. Und wir hatten jedenfalls sehr viel Spaß, der Max und ich, also ich hatte Spaß. Wie gesagt, schaut auch gerne mal unten in die Infobox. Ich habe eine fette Verlosung für euch, denn es hat sich einiges angesammelt und ich teile ja wahnsinnig gerne mit euch, das wisst ihr auch. Und er muss heute Abend was für uns kochen, da freut er sich schon drauf, der Max, oder? Ja, das wird auf jeden Fall aufregend. Am liebsten hätte er was aus der Dose gekauft.
Nee, so. Quatsch, der Max kann ja kochen, das wisst ihr doch. Ihr könnt uns auch mal schreiben, was wir als nächstes kochen sollen, beziehungsweise, wenn wir kochen, was für ein Thema wir besprechen sollen. Das können wir machen. Ein Cook and Talk Video. Lasst uns gerne mal wissen, über was wir das nächste Mal sprechen sollen. Und jetzt steht ein riesen LKW von uns, eine gute Möglichkeit, mich jetzt von euch zu verabschieden, damit es nicht wackelt. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Max? Ja. Möchtest du auch was sagen? Tschüss. Hat dir Spaß gemacht? Ja, war lustig. War lustig, ja. Vor allen Dingen die komischen Sachen für mich auszusuchen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.